allerbestes Wetter, die Sonne scheint und heute wollen wir mal nicht drinnen frühstücken, wir machen auch kein Morning Walking, wir gehen auch nicht irgendwo einkaufen. Heute geht's zur See. Schnucki, wir müssen ein paar Sachen einpacken. Guten Morgen. Ja, wir hauen ab. Wir hauen ab. Das hört sich so an. Wir müssen die Sachen packen. Schnell, komm. Das ist für erst nicht für uns. Das ist Wasser mit Smak. Also, das war dänisch, so eingedänischt. Gerne das. Wasser mit Smak heißt Wasser mit Geschmack. Dann nehme ich... Wir nehmen das mit, habe ich heute Morgen gepresst. Ganze Flasche? Orange, Zitrone, Grapefruit, Wasser. Ganze Flasche oder lieber abfüllen, die kleinen? Na, pff, das ist schwer, ne? Wir müssen das schleppen, dann füllen wir das lieber ab. Also, ich werde mal das Boot klar machen und du guckst mal, was du hier so leckeres... Was willst du denn essen? Hier, also, wir haben hier noch jede Menge von leckerem, selbstgebackenem Brot. Aber ich schmier sie und OPC. Brot und nein, wir nehmen alles mit. Käse, so viel ist es ja nicht, ne? Ich esse ja nur ein Brot mit Käse und ein bisschen Obst und ich esse Gemüse. Bananen. Und du isst eine Banane. Da, Weintrauben. Ja, überrasch mich. Du packst ein und dann gucken wir gleich, was das wird. Na gut. Und ich gehe in der Zwischenzeit mal das Boot startklar machen. Immerhin. Schnell, schnell, die Wolken kommen. Wir müssen schnell weg. Die Wolken kommen. Sie dreht durch. Sie ist völlig irre geworden. Also, heute Nachmittag sollen tatsächlich die Wolken kommen. Und wir haben jetzt überlegt, wollen wir heute Nachmittag ein Picknick machen oder heute früh ein Frühstück. Also, wir haben uns für das Frühstück entschieden. Und jetzt muss ich erstmal das Boot da runterholen. Wäre gut, wenn ich 10 cm größer wäre. Jetzt muss ich hier irgendwie ein bisschen tricksen. Ich musste als allererstes das Boot erstmal in irgendeine Richtung weiter rüber geschoben kriegen. Irgendwie habe ich das mit diesem Band darauf geschoben. So. Okay, so geht es nicht so richtig gut. Da fehlt noch irgendwie der Haken, um das da runter zu bekommen. Aber ich habe irgendwie keinen Bock, mir weiter zu holen. Ich muss sogar zwischen. Oh. Nee, so auch nicht. Leiter, jetzt mal sehen, dass ich das hier... Okay. Mal gucken, ob ich das jetzt runterbekomme hier. Hoho, guck. Okay, das war mal eine ganz doofe Idee. Also das Schicksal hat mich gerettet. So, ich zeige euch mal wieso. Da habe ich nämlich gar nicht mehr dran gedacht. Hier liegt ja auf dem Boot noch das ganze Holzzeugs drauf hier, was auch dazu gehört. Also das kommt jetzt erstmal runter. Geschafft. Jetzt brauchen wir nur noch hier unseren Flitzer, hier den Wagen, wo das Boot jetzt drauf kommt. Und jetzt müssen die Bretter noch rein. Also, das sind ja hier die Sitzbänke vorne und hinten. Die kommen jetzt da links und rechts daneben. Das Brett hier, das kommt natürlich auch mit. Stecken wir mal hier so dazwischen. Das kommt dann hier noch mit rein. Alles gut verschnürt. Das hält, passt, wackelt und hat Luft. Und jetzt brauchen wir noch unsere Ruder. Die kommen dann hier an der Seite rein. So, da ist ja noch viel Platz, was wir jetzt mitnehmen könnten. Aber das Frühstück fehlt ja auch noch. Ja, ein Ruder hier rein. Bisher klappt alles. Los geht's auf große Fahrt. Okay, freust du dich schon? Ja, total.
musst du den Wagen mal da raus hier. Ja. Das ist so praktisch, ne? Also mein Schnucki hat schon mal vorne das Brett befestigt. Ist es wirklich vorne, Schnucki, oder ist es eh hinten? Hier ist vorne. Mit dem Loch vorne. Wo der Mast ist. Ach so, ja, stimmt auch wieder. Hey. Das mittlere ist schon drin. Er hat gerade schon gesagt, oh, hätte ich bloß die Schuhe ausgezogen, weil wir machen das gerade dreckig. Guck mal. Jetzt müssen überall nochmal diese Splinte rein. Das nächste Mal gehen wir an den Strand. Da ist nicht so ein Matsch. Stimmt, da ist ein Sand. Da ist ganz viel Sand. Wir bauen da einfach ein Steg hin, ja. Also so ein Holzdings, ja. Damit wir da schön reinkommen. So komm, Luki. Ja. So komm, Luki. So komm, Schnucki, geht los. Wir wären jetzt fast ohne Ruder losgefahren. Also, die müssen so rum reingesteckt werden. So, und dann einmal rumdrehen. Ja, aber die wollen wir ja erstmal. Einrasten. Sind ja schon. Nein. Nicht. Guck mal. Ah, doch. Sind wir schon auf Rasen? Ja, aber das soll ja nicht nass werden, oder? Nee. Nee. Okay. So. Yeah. Spring an Bord. Und die Schuhe, ne? Die Schuhe lassen wir hier. Ah. Haben wir's? Wo soll ich, also wo bist du nachher? Ja, du musst jetzt da auf die andere Seite. Das ist so genial. Das ist wieder so richtig seemännisch hier alles. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, ab an Bord. Dann muss ich gleich wieder zurück, um die Kamera zu holen. Ist auch doof. Nimm die jetzt schon mal mit. Bitte warten Sie. Bitte warten Sie. So war der Poller. Ja. Okay, sind wir bereit? Ja. Dann springen rein, aber ohne dass wir umkippen. Das erste Mal hier seit einem Jahr, ne? Ja, mach. Und ich will das Boot nicht noch schmutziger machen wieder. Bitte mach doch ohne Schuhe. Gib mir die Schuhe erstmal zu mir. Yeah. Warte mal, ich halte uns hier so fest. Hier, fang den Schuh. Schwimm da runter. Ne, gib mal her, das ist dreckig. Ja, da ist sowieso schon dreckig. Okay, geht los. Wo ist der zweite Schuh? Ach nein, wir haben den zweiten Schuh vergessen. Nicht jetzt? Nein. Und oh, die Socken sind auch schon dreckig. Ey. Okay, da ist hier die Dreckabteilung, wo auch die Räder liegen. So, hier gucken wir mal meine Socken an. Geil. Oh, ach, es geht los. Wir sind unterwegs. Ja, ich muss ja rudern, ne? Ja, schon okay. Hier das Wasser kann uns auch treiben lassen. Warum denn? Dann sind wir nicht weit. Hast du das hier dazwischen geschoben? Ja. Ja, ist dazwischen. Alles so, wie das sein soll. Also ich muss ja hier sitzen. Ja, und wo soll ich rudern? Aber irgendwie haben wir jetzt Übergewicht. Ich wieg zu viel. So, aber ich muss das Handtuch mit haben. Ich gehe langsam hier rüber. Du gehst langsam da rüber. Haben wir es? Ja. Boah, wir werden fast gekentert. Ja. Dann kann ich dich ja gar nicht sehen. Na. Ja. Na. Das müssen wir anders machen. Ist hier. Stimmt. Haben wir das nicht letztes Mal auch so gemacht? Ja, ich glaube schon. Irgendwas war, gerade eben war irgendwie anders. Mein Rucksack zu mir. Der Rucksack kann da bleiben. Och, ist doch schön. Yeah. Das ist so schön. Ich fühle mich jetzt voll faul, weil ich hier gar nichts machen kann. Ja, du bist hier die Prinzessin auf der Erbsen. Na gut. Oh, guck mal, wie schön das ist. Aber es geknackt den? Ja. Ah, die haben sich eingerostet. Ja, jetzt gucken die beide mehr raus. Ja, okay. Diese Gnupsis beim Zusammenstecken waren nicht komplett raus. Ja, du schiebst das nur so ein bisschen zusammen und dann verlieren wir das Ruder. Egal. Hey, da vorne kommen Leute. Oh. Also, Leute, das sind hier ganz, ganz viele so grüne Schmetterlinge, so kleine sehen. Dunkel. Oder eher schwarz. So blau. Schnucki, nein, das sind Libellen. Ja, stimmt, jetzt sehe ich das auch. Das sind ganz, ganz viele Libellen. Guck mal, blau. Sehr ja, viele hier, ne? Sehr viel. Also alles voll. Das ist krass. Moin, moin. Guten Morgen. Moin. Und die Fertigkeit? Geht ganz fleißig. Ich habe jetzt mal hier die Richtung ein bisschen gewechselt. Ich muss gerne in die anderen Richtung trainieren. Und hier wird es irgendwie ist voll so eine Winddüse. Ne? Ja, total. Wir rudern also gegen den Strom. Und
und gegen den Wind, das formt den Charakter. Ja, genau. Wie beim Fahrradfahren. Also, lass uns hier nicht unterkriegen von so ein bisschen paar Lüftungen, die hier genau. Von der vorne kommen. Aber ich glaube, ich werde jetzt meinen Pulli anziehen, weil da hinten sehe ich irgendwie auch noch so nicht so die Sonne. Die Bäume verschatten die alles so ein bisschen. Nein. Nein. Alles frei. Kannst du mal die Kamera weiter runterstellen, sodass sie. Nee. Runter. So? Ja. Guck mal, was die hier für eine Halterung haben. Geil, ne? Ich habe jetzt gerade einen Pulli angezogen, weil es doch ein bisschen frisch war. Und wir sind jetzt eine Weile unterwegs. Und Geräusche gemacht. Und Adam hat hier so eine Kamera. Das ist ja hier uriger als letztes Mal. Ja. Dadurch, dass bei dem Sturm hier so ein paar Bäume umgekippt sind. Ja, ja. Aber es ist richtig schön hier. Ich gucke schon wieder mich an und nicht euch. Na gut, also wir rudern jetzt nochmal weiter und dann suchen wir uns irgendwo ein schönes Plätzchen, damit wir mal frühstücken können, weil langsam kriegen wir dann doch schon irgendwie Hunger. Das ist auch cool hier, ne? Das habe ich letztes Jahr schon gesehen, oder? Ja. Einen eigenen Anleger. Ja. Ich guck mal, ob ich jemand zu haben. Hab ich nicht. Moin! Guten Morgen! Geht's jetzt baden? Nee. Sieht so aus, so ein Bademantel. Ja, ich prüfe die Lage. Ah, okay. Ja. Ich glaube, es ist da ein bisschen zu kalt. Ja, ist so frisch. Ja. Aber der Wasserspiegel ist schön hoch. Ja, das stimmt. Aber wenn Wasser dann warm ist, dann ist er wieder zu niedrig. Ja. Okay, das hat man so viel Matsch, ne? Wenn man reingeht. Ja. Man muss dann halt nicht schwimmen. Ja. Give me the party, I'm not gonna lie. So call up somebody, cause I ain't got the time. Nah, nah, I'm feeling myself in the best way. I'm gonna pretend it's my birthday. Got all of my friends going crazy, cause this is how we do. We'll go dancing in the club on a Saturday night. Go driving down Sunset, feeling alright, yeah, yeah. Doing anything we like. We'll go cruising down the beach till the morning light. So wild and free, feeling so alive, yeah, yeah. Doing anything we like. We on that golden state of mind. We on that golden state of mind. We on that west coast high. And we feeling that, feel that vibe. So, hast du den Festmacher da? Dann nehmen wir den anderen hier. Ich guck auch rein. Dann fahre ich da mal rückwärts ran. Ich möchte gerne in der Sonne sein. Hier ist doch Sonne gleich. Das ist alles voll der Sonne hier. Und wo machen wir das fest da? Nee. An dem Baum. Achso. Das ist cool. Kein Wackel. Halt mal hier. Dann ruder mal ein kleines bisschen. Ein bisschen dahin. Okay, kannst aufhören. Ich hab hier. Okay, mal sehen, dass wir uns da rüberziehen da drüben. Wo? Oh. Hält er uns? Da kannst du dich raufsetzen. Ohne Brich. Wo sollen die Paddeln denn hin? Die musst du einziehen. Adrian macht uns jetzt einmal fest. Wir wollten eigentlich noch ein bisschen in die Sonne irgendwie, weil hier stehen wir. Kommen wir gleich in die Sonne. Kommen wir gleich, weil hier ist ein Baum. Und da ist die Sonne irgendwo. Okay. Balaji? Wir können uns. Das hält der Ast hier. Hey, es ist das. Ja, geht nicht anders. Ey, hier ist der Herr, ist nass. Ja, dann musst du das mit deiner Hose aufwischen. Ich zeig mal, was ich alles mitgenommen habe. Also hier haben wir eine Box mit
dem Brot. Oh, mein lecker selbstgemachtes Brot. Hier haben wir mein Aufstrich, Banane. Zwei Teller. Ja. Perfekt. Denkst du, ohne? Ja, ich hätte jetzt gedacht, wir machen es so einfach in der Hand. Ein bisschen Obst. Dann haben wir hier Käse, normalen Käse, Frischkäse. Dann haben wir Trinken. Ich dachte, das trinken wir so Frühstück, dass wir mehr Durst haben. Ja. Ich weiß nicht, wie lange wir unterwegs sind. Und was habe ich noch? Tomaten. Ah, Besteck habe ich auch noch. Ich bin ja nicht so ein Tomatenfan zum Frühstück irgendwie, ne? Das, oh, süße. Hast du die hier irgendwo von den Kindern über, von früher? Nein, die habe ich extra bei Ikea gekauft. Die waren okay. So schön, aus Plastik. Wir haben uns hier ein schönes Plätzchen gesucht und gefunden. Und der Tisch ist gedeckt. Mein Schnucki nimmt auch was auf. Wir machen jetzt ein Thumbnail. Genau. Und ich würde sagen, ich zeige mal ganz kurz mal, was ich alles so eingepackt habe. Guck mal jetzt einmal in die Kamera gucken. So, ist das hier unser Thumbnail? Ja. Da. Ist egal. So, jetzt hier nicht viel bewegen, das hält nicht lange. So, Schnucki, komm. Frühstückszeit. Ja. Haben wir hier nur den Kräuterkäse oder ist da noch was anderes drunter? Das ist normaler Käse. Ja. Da kommt jetzt mal. So, guten Hunger. Mein Gouda schmeckt nach Kräuterkäse. Da hat auch noch einen Teller hier. Man bräuchte hier jetzt noch ein Kissen oder so. Ach was, das ist alles gut so, ne? Marie ist jetzt schon ganz nervös hier. Ja, weil hier sind ganz viele Kinder. Das sind zwei Kanus. Drei. Hi Kinder. Ja. Moin. Moin. Machst du einen Ausflug? Ja. Von wo? Wo man so krass. Auf dem Fritz übernachtet und fahren jetzt gerade wieder zurück. Echt? Nach Reisen. Ah, cool. Das ist ja toll. Aber die ganze Klasse dann, ne? Ja, er ist hier so ein YouTuber. Ja. Den kenne ich. Cool. Ja, genau. Der ist, der ist auch hier in der Kajüte. Oh, ich würde so gerne das Video vormachen. Meine Eltern würden sich kaputt lachen. Ich würde auf gar keinen Fall. Das mit drauf. Und Geld. So, das erste Kanu ist schon mal vorbeigekommen an uns. Ich filme euch so, dass ihr nicht mit drauf seid, okay? Alles gut. Wenn die Boote das nicht aushalten. Viel Spaß, ne? Dankeschön. Schöne Ferien sind schon. Wir sind aus Kiel hierher gekommen. Ja. Hey, wie viele kommen denn da noch? Moin. Hi. Moin! Tic-Tac-Toe! Alle Kinder! Nein, nicht Tic-Tac-Toe! Ja, euch auch! Und schöne Ferien! Nein, seh mal zu, dass du deinen Kumpels hinterher kommst! Verlier nicht den Anschluss! Und was Spaß? Habt ihr Bock oder nein, was? Nein, 4 Stunden fahren, mein Arsch tut weh! Glaub ich! Ja, das war ja so echt? Ja, echt? Ja. Er hat Rudern, ne? Ja. Ehrlich? Haben die Rudern jetzt? Wie haben die das so weit geschafft? Da kommt noch mehr, Schnucki! Schnucki! Lass es mal irgendwie. Hier ist voll die Hauptverkehrsstraße, ne? Es ist so lustig, wie sie schreien, Alter. Also Mädels überwiegend, ne? Die Jungs ja nicht. Jetzt haben wir hier doch noch voll das entspannte Frühstück und noch mit ein bisschen Unterhaltung dabei, ne? Ganz viele Kanten uns gerade. Oh Mann. Die saßen so, seid ihr YouTuber? Ja, ich kenne euch.
Möchtest du noch ein Stück Brot? Gleich, ich bin noch nicht dabei. Weil die bewegen sich voll, ne? Und wir liegen hier so rum. Wir liegen hier vor Anker. Ich glaube, das ist hier unser entspanntestes Frühstück ever, ne? Oder? Und das Schönste. Die Sonne scheint. Die Natur. Die anderen Leute, die hier vorbeifahren. Das war lustig mit den Kindern. Die sind voll gestresst gewesen. Also, die Lehrer waren gestresst. Nee, die Frau nicht. Der Mann hat stimmt, nicht. Ne? Die Frau hat das relativ gut gemanagt alles. Da waren wir mal so ein bisschen. Aber sagte, die Kinder haben zu wenig Schlaf wahrscheinlich oder so. Er kann erklären, was er will. Die verstehen das nicht. Ist auch nicht so einfach. Vielleicht haben wir es noch nicht so oft gemacht, ne? Was machen wir denn gleich? Fahren wir Richtung Norden, Süden, Westen, Osten? Wo geht's denn? Wir bleiben erstmal hier. Und essen alles auf. Weißt du, ich kann ja weiter paddeln und du kannst weiter essen. Okay. Und was wäre das jetzt hier nicht für eine Action-Cam wasserdicht, die nicht auch mal unter Wasser aufnimmt? Gehen wir mal gucken, wie das dort aussieht. Das ist doch Käse über, okay. Hau rein. Schnell zur Seite noch gehen. Also, wir werden jetzt hier noch mal ein bisschen weiter dem Strom folgen, dem Mississippi, und dann lassen wir uns irgendwann zurücktreiben, ne? Ne? Ich hab Mund voll. Oh, die Ohren auch. Du hast nicht verstanden, dem, was ich gesagt habe. Ich hab Zwieback gegessen, das ist laut. Oh, ich hab schon versucht. Genießt gerade hier die Aussicht, ne? Ja. Ich habe gesagt, wir lassen uns dann mit dem Strom zurücktreiben. Ja, machen wir. Oder guck mal, da ist eine Parkbahn, da können wir uns hinsetzen. Na, wir haben ja hier unsere eigene Parkbahn. Ja. So, weiter geht's. So, und dann nach links wird es doch jetzt. Marie chillt jetzt hier erstmal so ein bisschen. Ja, sie hat eben gesagt, das ist wie auf der Couch, ne? Ja. Nur ein besserer Ausblick. Ja, genau. Wir sind immer noch nicht wieder zu Hause. Wir haben den Anschluss verloren. Wir haben uns verpaddelt. Mein Schnucki hat sich hier in die Kajüte verzogen wieder. Das ist richtig schön. Ja, schön windgeschützt dort. Vor allem, ne? Weil die Sonne noch mal schön scheint. Ja. Ich ruder ja, ich brauche hier ein bisschen mehr Kühlung. Deswegen habe ich hier auch den Wind, denn das ist ja auch ganz gut. Wo wollen wir hin? Nach Hause langsam. Nach Hause? Essen kochen. Ja, du musst denn hier in die Pantry gehen, musst du den Kocher rausholen. Machen wir nicht. Oh, wo filme ich denn? Man muss also den Kocher rausholen hier und dann hier auf dem. Hier ist die Pantry, ne? Hier, wo wir gefrühstückt haben. Da kann man ja auch dann kochen und so. Alles Mögliche machen. Ja. Hey, wir kommen tatsächlich ein ganz kleines bisschen vorwärts. Man kann das hier so, wenn man da mal so sieht, was hier so im Wasser rumschwimmt, da kommen wir noch dran vorbei. Also wir sind ungefähr in 5 Stunden zu Hause. Mhm. Ist das gut? Oder dein Motor muss wieder angeschmissen werden. Soll ich den Motor anschmeißen? Ja, schmeiß an. Und pullt! Und pullt! Meinst du, die Wikinger früher, die sind über die Ostsee gefahren, rudernderweise, und wenn da ein bisschen Wind war, dann haben die natürlich auch Segel gesetzt. Oder auf so Flüssen, da haben die auch gepullt. Mhm. Pullt! Und wolltest du nicht mal? Nein, oh, das nicht. Ist so gut. Ja, mein Pulli fliegt da gleich weg. Oh, wie süß ist das denn, Schnucki? Schnell, Entchen, schnell! Schnell!
Wie süß. Ist das nicht niedlich? Jetzt können wir weiterfahren. Ich will mich auch nochmal aufnehmen. Also wieder zurück. Wir treiben jetzt mitten auf der Ostsee. Wir haben es bis in die Kieler Förde geschafft. Bis Heiterburg dauert noch ein bisschen. Und jetzt, guck mal, wir kommen noch ganz gut voran, ne? Ja, wie denn? Wir drehen, habe ich das Gefühl. Wir sind so im Kreis. Der Wind dreht das Boot drauf. Immer so hin, dass er die größte Angriffsfläche hat. Das ist doch praktisch, oder? Hauptsache, wir kippen hier nicht um. Nein, wir bräuchten jetzt ein Segel. Mhm. Jetzt könnte man so, hier so einen großen Drachen könnte man hier jetzt einfach so fliegen lassen. Stimmt. Und der zieht einen nicht weg. Ey, stimmt, wir nehmen nächstes Mal so ein Ding mit. Kiten. Kiten, genau. Wir Banana-Kiten. Banana-Kiting bis zum Umfallen. Ja, bis zum Umkippen, bis zum Kentern. Ja, aber es soll ja hier auch relaxed sein, ne? Das ist so entspannt hier. Mhm. Das war's. Wir sind wieder am Ausgangspunkt angekommen. Unsere Reise endet hier. Jetzt heißt es einmal wieder zusammenklappen und nach Hause rollern. So, alles zusammengefaltet. Es geht heimwärts und dann können wir nachher heute Nachmittag wieder aufs Boot. Ja. Können wir gleich hier stehen lassen dann? Ich wollte sagen, können wir mal anschauen. Ja. Tschüss.